Also, wir starten nun mit dem 10-Schritte-Programm, zuerst biodynamisch und dann Integration mechanisch. Ich werde das kurz erläutern anhand der Wirbelsäule, des Beckens und des Schädels, um es dann noch an einer Person vorzuzeigen. Wir starten hier mit wirklich wenig Druck, das heißt, das ist das biodynamische Modell, das stark in den Sympathikus bzw. Parasympathikus in das vegetative Nervensystem geht. Und ich zeige das anhand der Wirbelsäule. Wichtig dabei ist, dass wir differenzieren, wie sich in meinen Kursen immer wieder erläutere, die Parts der Wirbelsäule: Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, Kreuzbein und ganz wichtig, Steißbein. Ich sage immer wieder dazu, das Steißbein und das Kreuzbein wird es, wenn der kraniosakralen Therapie als Einheit betrachtet. Es sind aber oft sehr starke Dysfunktionen auch an Sarkokokzygialgelenk, die nicht alleine durch das biodynamische Modell anhand der Haltung des Sacrums in der Hand gelöst werden können. Dazu kommen wir aber noch spezifisch. 7 Halswirbeln, 12 Brustwirbeln, 5, manchmal sogar auch 6 Lendenwirbel, Kreuzbein, Steißbein. Wir haben dann folgende Übergänge: den Übergang HWS und Schädel als Cranial Cervical Junction, Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule als Cervical Thoracic Junction oder TLÜ bzw. CTÜ und BWS, LWS als thorakolumbaler Übergang, LWS Sacrum als lumbosakraler Übergang. Das ist wichtig beim Lösen der Querstrukturen, auch im biodynamischen Modell, denn wir müssen wissen, wo wir die Hände anlegen. Die Person liegt am Rücken und normalerweise wird gestartet, oft davor auch mit einem Stillpoint an der Protuberantia occipitalis externa, werde ich dann aber noch vorzeigen am Modell. Und danach am Rücken liegend, so dass die Dornfortsätze des Überganges BWS-LWS über die Handfläche laufen, quer. Die andere Hand liegt dann, wenn wir uns das so vorstellen, am Rippenbogen und Sternum spitze processus xiphoideus. Weiters würde ich dann gleich den Bereich Pubis machen, beziehungsweise Beckenboden, in dem das Sacrum, wir sehen das sehr gut hier, in der Handfläche liegt und das Coccyx, das Steißbein, hier unten auch in der Handfläche, dass wir das Satum greifen und die Grenze zwischen Sacrum und unserer Hand mehr in unser Inneres verlegen, quasi eine Einheit bilden und mit der oberliegenden Hand auf den Bereich Pubis Symphyse legen und hier einen sanften Druck vollziehen, wenn wir nicht spüren, beziehungsweise wenn wir eine Initialzündung geben. Und diesen feinen faszialen Bewegungen folgen, bis sie zum Stillstand kommen, bis wir ein Release spüren. Wichtig dabei ist, dass wir in alle Richtungen gehen dürfen, die wir hier spüren, nur nicht in die Richtung, aus der es anfangs kam. Dasselbe gilt natürlich auch für hier am Übergang BWS-LWS, Diaphragma, untere Thoraxapertur. Ich mache es meistens so, dass ich gleich unten bleibe, weil ich möchte nicht zu viel umpositionieren und ich mache dann gleich auch das Lösen der ISG, indem ich hier an den vorderen oberen Darmbeinstacheln diese Brücke mache mit meinen Unterarmen und mit den Fingerspitzen und dann sanften Druck nach medial vollziehe. Das hat die Idee, das birgt die Idee inne, dass diese Gelenke hier, Darmbeinge, Kreuzbeingelenke, sich lösen, bis das Sacrum in der Hand schwimmt. Dasselbe gilt für den lumbosakralen Übergang, wo wir die dickste Bandscheibe haben zwischen L5 und S1, indem wir hier die Wirbelsäule mit der drunter liegenden Hand stabilisieren. Wiederum laufen die Dornfortsätze über die Handfläche und wir stabilisieren und mit der unter dem Sacrum liegenden Hand machen wir einen sanften Zug nach Kaudal, steißwärts oder fußwärts, bis wir spüren, dass es sich hier entlastet. Wenn eine sehr starke Lordose ist, dann können wir auch die Finger dazwischen legen, zwischen den Dornfortsätzen und das so ausgleichen. In manchen Fällen spürt man dann die LWS nicht gut.
Wovon ich persönlich abrate, ist bei der Lösung des Beckenbodens die Hand so unter das Sacrum zu legen, insbesondere bei Anterolisthesen, weil es dann häufig der Fall ist, dass die Leute nachher Schmerzen haben und sich was verstellt im Sacrum. Ich persönlich empfehle immer, die unter dem Sacrum liegenden Hand immer longitudinal zu platzieren und nicht vertikal, aus Erfahrungsgründen, dass danach nicht vielleicht Schmerzen sind, die vorher nicht waren. Weiters gibt es dann den Übergang cervical-thorakal, cervico-thoracal junction. Da liegt die Hand in diesem Bereich. Die oberliegende Hand liegt unterhalb der Schlüsselbeine, sternoklavikular. Auch hier können wir einen leichten Druck vollziehen, leicht, und den Gewebebewegungen folgen. Aus meiner Sicht ist die Technik für diesen Bereich nicht so effektiv als wie die Recoil-Technik, die wir dann hier direkt am Sternum ausführen können, beziehungsweise oben bei Thoracic Inlet, das ich dann noch an der Person vorzeigen werde, weil wir durch diese eher mechanisch orientierte Technik auch eine wesentliche Verbesserung haben der Zirkulation venolymphatisch, um die es hier primär geht, obere Thoraxapertur, Halsgefäße, Ductus Thoracicus, ist das zirkulatorische Prinzip. Was ganz, ganz wichtig ist in der kraniosakralen Therapie, dass hier auch bis zum Liquor cerebrospinalis die Körperflüssigkeiten gut zirkulieren können. Im weiteren Sinne wäre dann noch das Zungenbein, auf das komme ich dann noch extra zu sprechen, beziehungsweise der Übergang kranial-cervical. Ganz ein wichtiger Übergang für mögliche Kompressionen der okzipitalen Kondylen, wo der erste Halswirbel am Hinterhaupt aufliegt, sehr viele Störungen im System vorhanden, vor allem auch bei Kindern. Und dazu zählt vor allem das Hinterhaupt, der erste und der zweite Halswirbel, die Axis bzw. der Atlas und das Occiput. Ich spreche hier vom occipito-atlanto-axialen Komplex. Es wird hier eine Technik angeboten, wo der Kopf frei über den Handflächen schwebt, der Zeigefinger, der Mittelfinger und der Ringfinger sozusagen sich in den suboccipitalen Bereich hineinarbeitet, ganz langsam. Die Handflächen sind auf der Liege und wird um den Kopf ganz leicht erhöhen. Die Kraft kommt nur aus unseren Fingern. Und würde ich da dazwischen fahren, wäre ein Zwischenraum zwischen meinen Handflächen und dem Occiput. So würde das in etwa aussehen. Und die herkömmliche Technik beschreibt es so, dass die Finger nach außen gehen und der Kopf sich in die Handflächen neigt. Aus der Praxis wiederum hat sich erwiesen, dass es wesentlich empfehlenswerter ist, hier eine Art Gelenkspiel zu induzieren, indem wir den Kopf in einer Form von Nickbewegung auf- und ab bewegen. Dann können wir uns wesentlich besser in diesen Bereich hineinfühlen. Wir können das auch ohne weiteres 1, 2, 3 Minuten machen, bis wir das Gefühl haben, der Kopf sinkt ab und wir sind in diesem Bereich, was auch in den meisten Fällen als sehr angenehm empfunden wird. Wir können dann schon zum Schädel kommen. Wenn wir noch keinen Steel Point induziert haben, können wir das machen. CV4-Technik. Wichtig dabei ist, dass die Hände muschelförmig ineinander gelegt werden. Die Daumen bilden ein V. Das V der Daumen sollte circa bei C2, C3 sein. Ganz wichtig dabei ist, dass wir sehr eng zusammenliegen und dass wir nicht die Sutura occipito-mastoidea berühren. Es kann sonst sein, dass dem Patienten unwohl wird. Also wir sind hier drinnen. Das sieht dann in etwa so aus. Das wäre die CV4-Technik, Kompression Ventricle Number 4. Wir starten mit dem Neurokranium. Das heißt, in unserem Fokus ist hier drinnen die Falx cerebri, die Falx cerebelli und vertikal bzw. horizontal das Tentorium. Falx ist vertikal. Und wenn wir jetzt beim biodynamischen Modell sind, dann geht es davon aus, dass wir hier membranös arbeiten. Das heißt, wir starten mit der Falx bzw. mit dem Frontale. Und wir heben das sozusagen mit einem sehr geringen Druck, aber trotzdem mit einem Vektor, denn wir rufen uns immer wieder in Erinnerung, es handelt sich hier
um ein physiologisches System, nicht um ein energetisches, und auch die Bewegungsachsen, die Vektoren, die Abläufe beinhalten etwas Kraft und Fokus. Das heißt, wir müssen auch in der Lage sein, die inneren Strukturen visualisieren zu können, besonders die Meningen und die Duralmembran bzw. die Duplikate der Dura. Das Frontale wird dann sozusagen angehoben Richtung Deckenwärts. Das würde dann übertrieben so aussehen, dass wir das so anheben, dass es sich von diesen Suturen hier löst, wo sehr und auch die Falks mit einbezogen wird. Ist der Widerstand eher elastisch, handelt es sich um einen membranösen Widerstand. Ist der Widerstand dumpf, dann kann es eher knöchern sein. Wir gehen dann weiter zu den beiden Parietalknochen, Scheitelbeinen, Sutura sagittalis. Hier wird ein Druck nach medial gemacht, um ein Ausrasten an der Sutura sagittalis zu gewährleisten, und nach kranial. Oft ist es so, dass wir dann sehr feine Gewebeeigenbewegungen spüren, denen gehen wir nach, wir gehen mit. Nicht wir machen die Bewegung, sondern das Gewebe bewegt. Wir folgen lediglich und warten, bis es zu einem Stillstand gekommen ist. Next Step wäre die SSB. Im biodynamischen Modell ist das sozusagen hier Sphenobasilaris Synchondrose oder Synchondrosis Sphenobasilaris. Im biodynamischen Modell würden wir hier mit der Kompression, mit der schwersten Dysfunktion arbeiten. Meine Empfehlung ist es, Finger hinter dem Occiput, Daumen an der Sutura. Frontozygomatica ist eine kleine Konkavität. Da rutschen wir rein mit den Daumen. Die sollten nicht so, sondern so platziert sein. Wir geben eine Initialzündung kaudal, kranial, fußwärts, deckenwärts und folgen den Bewegungen und dekomprimieren die SSB. Auch hier sei wohlgemerkt, dass wir in dem Prozess Cyclinoide die vertikale Membran haben, die Großhirn von Kleinhirn trennt. Also Fokus ist nicht nur knöchern, sondern auch membranös. Und je nach Widerstand und Wissen, wo diese Membrane verankert sind, liegt der Schlüssel im Grunde für den nächsten Schritt. In dem Sinne ist es aber das Schema des 10 Steps Programs. Und da kommen wir zum nächsten Schritt, nämlich zu den Schläfenbeinen, den sogenannten Troublemakers of the System, wie es so schön heißt. Und da haben wir die Mastoidschaukel, indem wir unterhalb des Schädels gehen und die Daumenballen oder die Daumen auf den Prozessus Mastoideus legen und diese Temporalschaukel vollziehen. Nächster Schritt wäre drei Finger im Ohrtechnik. Wir stellen uns das circa so vor, als ob die Ossa temporalia, wir bedenken hier auch die Pars petrosa, sehr großzügige Anheftung des Tentoriums, hier also horizontale Membran und Bildung der Schädelbasis, wie wenn das Räder sind, die in ein bisschen einer schiefen Achse liegen. Unsere Mittelfinger, die im Gehörkanal sind, bilden diese imaginäre Achse. Unser Zeigefinger ist am Prozessus zygomaticus und der Ringfinger am Prozessus mastoideus. Und jetzt induzieren wir eine unphysiologische Bewegung. Ein Osttemporale geht von uns weg und eines geht zum Therapeuten hin, abwechselnd. Oft, wenn sie sich begegnen, rasten sie so kurz ein. Und das machen wir so lange, bis wir im Rhythmus sind. Und das hat eine wunderbare Wirkung auf eine der größten Schlüsselnähte im Schädel, auf die Sutura occipito mastoidea, die sozusagen die Warzenfortsätze mit dem Occiput verbindet. Wenn wir in der Lage sind, diese Nähte zu öffnen, öffnet sich oft der ganze Schädel und wir können fast jedes Gelenk im Körper erreichen. Next Step, eine sehr schöne Technik, wäre auch quasi ein, man könnte fast sagen, Unwinding dieser horizontalen Membran des Tentoriums, wäre ein Zug innerhalb des Gehörkanals, indem wir wirklich mit dem Daumen directly in den Gehörkanal hineingehen und mit den Zeigefingern von außen einen Pinzettengriff machen an den Ohren,
eine Traktion vollziehen in Richtung Schultern. Und in dem Moment, wo diese Initialzündung, was die Traktion ist, vollzogen ist, fängt das an, sich zu bewegen. Eine Schülerin von mir hat das einmal sehr gut beschrieben, weil wir immer versucht haben, das auch zu untermalen, mit was kann man diese Bewegungen beschreiben. Und das treffendste Exempel war zu vergleichen, diese Bewegungen, die natürlich nicht gleich sind auf beiden Seiten, das ist unterschiedlich, mit einer Schnur des Drachens, den man steigen lässt im Wind. Wir haben quasi den Halter von der Schnur, irgendwo weit oben ist der Drachen und wir spüren, der Wind zieht und wir ziehen und wir wissen nicht, ist es mehr der Wind, sind es wir, es ist so ein Mittelding dazwischen. Und ähnlich, natürlich nur in einem kleineren Spiel fühlt sich das auch an, man kann das wirklich sehr gut vergleichen. Zu guter Letzt von 10 Steps wäre dann noch das Kiefergelenk. Wir wissen ja, wird auch gebildet TMJ, Temporomandibulargelenk, ganz, ganz wichtig, gehört auch Temporale dazu. Und wir vollziehen hier eine Kompression in Richtung Schädel, indem wir uns hier einhaken mit dem Mittelfinger, mit dem Ringfinger und sanft und langsam, hier muss man wirklich nur mit 5 bis 10 Gramm arbeiten, in Richtung Kranial eine Kompression vollführen. Das auch eine Wirkung hat auf die Ossa Temporalia, auf die Schläfenbeine und die wiederum auf das Tentorium und das wiederum auf die Falx und somit ein holistischer Griff für das gesamte intrakranielle fluidale System ist. Also es ist ein ganzheitlicher, toller Griff. Sowohl der Therapeut als auch die Person, die liegt, sofern es wirklich zur tiefen Entspannung kommt, haben das Gefühl, sie schweben so dahin. Das ist quasi wie ein Dimensionswechsel. Wir spüren dabei so feine kleine Eigenbewegungen von diesem Knochen hin und her und wir warten so lange, bis die aufhören und dann meistens driftet man ins intrakranielle System. Diese kleinen Schaukelbewegungen spiegeln den körpereigenen Ausgleich wider. Dann gehen wir ein bisschen weiter nach oben, wo die Tuberose das Masseterica ist und machen das Ganze nach Caudal. Wiederum spüren wir diese Bewegung, das ist jetzt ein Umkehreffekt über die Schläfenbeine, die in Innenrotation gehen, wiederum eine Auswirkung haben auf das Tentorium, aber das meldet quasi das ganze Falx-Membransystem im Schädel, kann man sagen, auf einer ganz sanften Ebene. Und wiederum spüren wir diese Schaukelbewegungen und wenn die vorbei sind, spüren wir wieder bis tief hinein in das fluidale System und das wäre dann quasi die letzte Technik im biodynamischen Modell und im nächsten Schritt möchte ich das dann an der Person vorzeigen.